Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind gerade schon vorgestellt worden. Das ist der Herr Schnickmann, ich bin Herr Stöfgen. Wir kommen von mir Staatsberufskolleg und Herr Schnickmann ist Lehrer dort für Wirtschaftsinformatik und Mathematik und andere Fächer. Ich bin im kaufmännischen Bereich tätig und unsere Kombi war eigentlich ganz praktisch, um dieses Projekt, was wir uns überlegt haben, eben anzugehen. Wir haben in einem kleinen Bildungsgang, den kaufmännischen Assistenten für Informationsverarbeitung, haben wir mit einem Pilotprojekt gestartet und zwar sind das jeweils, mittlerweile schon im zweiten Durchgang, jeweils zwei Klassen, die als iPad-Klassen geführt werden. Und diese Klassen, die Schüler bringen ihre eigenen iPads mit zur Schule, haben die Eltern haben die selbst gekauft. Also es ist etwas andere Konstellation als gerade, sodass diese Geräte auch wieder mit nach Hause genommen werden. Wir haben uns damals überlegt, das war ja eingangs auch das Referat, wir als Lehrer sitzen zu Hause, haben alle einen PC, wir haben alle digitale Medien, wir haben die digitalen Medien und bringen die mit zur Schule und müssen dann einen Weg gestalten, was wir wahrscheinlich meistens zu Hause machen. Wir müssen sie von digital wieder zu analog übertragen und teilen sie dann den Schülern aus. Und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir möchten gerne, dass diese digitalen Medien komplett im gesamten Unterricht eingesetzt werden können und haben uns hier dann eben für die iPads entschieden, weil sie aus pädagogischer Sicht entsprechend uns das beste Angebot haben und hatten dann die Chance, dass wir unsere komplette Schulgebäude, das sind zwei Schulgebäude, die wir haben knapp 2200 Schüler, diese beiden Schulgebäude komplett mit WLAN ausgestattet worden sind oder wir haben sie ausgestattet damit. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, es kam hier auch schon mal, was muss man eigentlich so haben. Das WLAN funktioniert zuverlässig und dann haben wir als nächstes Ding über eSchool, die uns sehr unterstützen dabei, sind wir an eine Logineo gekommen, an das Pilotprojekt und damit hatten wir den nächsten Schritt, denn unsere Vision ist tatsächlich, dass die digitalen Medien oder der Schüler kommt zu uns an die Schule, meldet sich am besten online an, er wird erfasst in einem sicheren Netz und in einer sicheren Cloud und wir können quasi mit den Daten für alle Bereiche, die wir abbilden, das kam ja gerade auch schon, sei es für die Notenerfassung, sei es für Stundenplanung, sei es für die Leistungsdatenverwaltung oder was auch immer oder eben für das Pädagogische entsprechend einsetzen. Da sind wir am Ansatz, da sind wir noch nicht ganz so weit. Wir wollen jetzt gleich hier so ein bisschen vorstellen, wie bei uns so Unterricht stattfindet und wie das Ganze bei uns eingesetzt wird. Und da würde ich jetzt auch gleich direkt mal an den Herrn Schnickmann übergeben. Er stellt so die technische Komponente dar und er ist gleich dann mein Lehrer auch. Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier, glaube ich, eine Rückkopplung oder ist das? Warte, ich gehe mal weg. Ja, geh mal weg, genau, wunderbar. Also es wird jetzt ein bisschen technisch, damit muss ich Sie vielleicht ein bisschen nerven, damit Sie sich auch ein bisschen das mal vorstellen. Und bis jetzt war das immer so ein bisschen abstrakt. Wir machen das jetzt mal so richtig, wie das jetzt hier ein Schüler oder ich jeden Morgen so macht. Also ich zeige Ihnen erstmal das Herzstück hier von Logineo. Sehen Sie, ich melde mich hier einmal an und ich muss mich nie wieder anmelden, das ist das super Prinzip da. So, und diesmal melde ich mich in der Benutzerverwaltung ein. Jetzt sehen Sie nämlich, das sind alle Benutzer unserer Schule. Ja, wunderbar, hier rechts, kann man da überhaupt lesen? Lesen Sie da Lehrer? Ja, wunderbar, ich habe keine Kontaktlinsen drin, ich kann das hier nicht so ganz erfassen. Sehen Sie, und gucken Sie mal, da kommen jetzt hier Tausende von, also Tausende sind es nicht, das sind so 160 Stück. Also Lehrer und Schüler, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jede Spalte, jede Zeile hier ist eine E-Mail-Adresse, also nicht nur ein Name, Person ist auch eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail, also man kann diese E-Mails abrufen, man das per iMap machen, per Pop oder hier auch mit einer Web-Oberfläche. Ja, das ist die eine Möglichkeit, das sehen Sie mal, das nächste sind hier Gruppen, man kann nämlich diese ganzen Menschen jetzt in verschiedenen Gruppen einteilen. Das ist mir hinterher besser wichtig. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Gruppe Mitarbeiter, also was weiß ich, alle Kollegen, Hausmeister und was weiß ich vom Leo-Staatsberufskolleg oder auch hier eine Gruppe der ÖH, sind alle, die in der ÖH drin sind. Ja, das ist die eine Seite und jetzt gucken wir mal, wie man das jetzt hier alles anwendet. Man geht nämlich jetzt einfach, ja, man könnte jetzt sagen, okay, also ich könnte Ihnen jetzt auch noch mal eben kurz hier die E-Mail-Oberfläche zeigen, das können wir mal kurz reingucken. So sehen Sie hier die E-Mail-Oberfläche. Frohe Weihnachten. Ja, das ist auch möglich, man kann auch jetzt die Mails, die kommen, weiterleiten. Na, also deswegen sehen Sie hier frohe Weihnachten stehen, nämlich seit Weihnachten habe ich das abgestellt und arbeite das quasi ja, mit meinem System weiter. Aber bei den Schülern ist es so, dass jeder Schüler, wenn der jetzt hier so ein Apple hat, der geht hin und der muss das per iMap abrufen, das Konto. Also er muss jetzt auch nicht über diese Web-Oberfläche gehen, man kann das auch dann ganz normal
einbinden in sein System, auch mit dem Android, das ist alles vollkommen egal. Ja. So, es gibt auch noch einen Kalender, brauchen wir auch noch alles gar nicht so zeigen. Das Wichtige ist, warum ich jetzt gerade so auf diesen Gruppen rumgeritten bin, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Es gibt nämlich jetzt hier so eine Dateistruktur, die wird jetzt aufgerufen. Da sehen Sie erstmal hier meine Inhalte, das sind die Inhalte von mir. Also ich kann jetzt mal reingucken, hier Bilder, es gibt keine Bilder. Dokumente, Schule, sehen Sie. Und da können Sie tolle Präsentationen und was weiß ich. Ne? Ganz normales Dateimanagement, von dem die Herren auch da gerade erzählt haben. Sehr interessant ist aber dann der Punkt hier gemeinsame Inhalte. Und das ist nämlich eigentlich das Interessante. Ah, ich bin heute ein bisschen... Ja, ohne Linsen. Ja. So, jetzt gehe ich mal hier auf gemeinsame Inhalte. Und jetzt gucken Sie mal hier, es gibt jetzt zum Beispiel, wir fangen jetzt ja langsam an. Ich habe jetzt ja gesagt, es gibt zum Beispiel die Gruppe Mitarbeiter. Das sind alle Mitarbeiter dieser Schule, also alle Lehrer sozusagen. Und es gibt jetzt ja hier, wer ist das überhaupt? Jahresarbeitspläne, wer will das haben? Ja, wer will das haben? Wer will das? Ja, ich glaube, dass die Schulleitung zum Beispiel. Die Schulleitung will das haben. So, und das Ding ist, jetzt kann man jetzt hingehen, jetzt haben wir nämlich hier alle Bildungsgänge von uns und die müssen jetzt da ihre Jahresarbeitspläne ablegen. Und die haben auch alle jetzt da Zugriff drauf. Und das ist jetzt ja vielleicht noch nichts Besonderes. Ich meine, das kam so auch von einem Netzwerk. Okay, das ist jetzt aber hier im Internet. Aber was jetzt hier wirklich Wahnsinn ist, finde ich zumindest, können Sie ja drüber überlegen, ob das jetzt ist. Jetzt gehe ich mal in eine andere Ansicht, nämlich diese Suche. Und das ist eigentlich etwas, was ich noch nicht so kenne. Das kenne ich vielleicht von meinem Desktop und dem Rechner zu Hause. Aber schauen Sie mal, hier die ganzen Dokumente, auf die ich jetzt Rechte habe, sehen Sie jetzt hier rechts, die rein theoretisch da sein könnten. Und jetzt kann ich nämlich in diesen Dokumenten suchen, also nicht nur nach dem Namen, also es ist quasi wie in Google eine Suche. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt zufälligerweise, in den Dokumenten, das sind Jahresarbeitspläne, taucht der Herr Röse auf. So, dann suche ich mal den Herrn Röse. Und das ist jetzt innen, das ist nicht der Name des Dokuments Röse, sondern der kommt in dem Dokument selber vor. Und das ist eine Technologie, die habe ich mir immer gewünscht, das ist Alfresco. Also, und das geht im Internet, das ist schon was Besonderes. Also auf Ihrem Desktop zu Hause funktioniert das. Sie können Windows da links fragen, ich suche jetzt mal hier, was weiß ich, Schnickmann oder so. Aber das im Internet ist schon gut, das ist schon sehr gut, also muss ich sagen. Ja, haben Sie vielleicht dazu irgendwelche Fragen? Also ich meine, ich gehe jetzt hier so ganz schnell durch. Keine Frage. Keine Fragen? Doch. Ja. Vorne. Ja, versuch ich mal ohne Mikrofon. Wir sind ja hier nicht bei armen Leuten. Ja, Rosenbaum vom Medienzentrum Herford. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie auch zum Beispiel Zensurdaten da speichern können. Wie sieht das denn aus, in einer pädagogischen Oberfläche Zensurdaten zu speichern? Rein von der rechtlichen Seite her. Wir speichern es noch nicht da drin. Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Nur letztendlich haben wir einen Raum geschaffen, wo wir von der Rechteverwaltung die Möglichkeit haben, also das Recht haben, dem Datenschutz entsprechend Daten abzuspeichern. Wir machen es noch nicht. Ich habe gesagt, unsere Vision. Unsere Vision ist ja eigentlich die, ich gehe gleich noch auf Ihre Frage ein, im Grunde genommen, eigentlich wäre es doch schön, wenn wirklich in der Schule nur noch ein dickes Internetkabel hängt, ja, und alle andere Technik kommt quasi in die Cloud rein und damit arbeite ich von allen Seiten, egal ob es jetzt mit den iPads oder mit anderen Systemen, in dieser Cloud und komme dann auf einen sicheren Bereich, und das ist jetzt hier in dem Fall was wir als Logeneo haben, und dann könnte ich ja mit verschiedenen Benutzerrechten verschiedene Bereiche definieren, sei es, da war ja gerade die Frage mit Schild, da bin ich ja schon bei diesen Sachen, statistischen Daten oder Schüler-Online-Anmeldung, dass die Schülerdaten, die da gegeben werden, dann sicher abgelegt werden. Ja, wir arbeiten uns sukzessive rein. Wir haben ja hier als Auftrag eigentlich für auch den heutigen Tag eher die pädagogische Sichtweise drauf zu legen. Der Stigmann ist der Techniker. Ich bin immer froh, wenn wir so Wünsche haben, kann man sagen, wir hätten was gerne. Und dann ist einer dabei, der sagt, okay, dann muss man jetzt mit Logeneo sprechen, dann wird das Ganze so schön umgesetzt. Ja, ich verstehe dann viele auch so nicht mehr. Ich kann nur sagen, so hätte ich es gerne. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip, was ganz wichtig ist für Schule. Es muss möglichst einfach sein.
Es muss möglichst einfach sein. Warum haben die iPads so einen Erfolg? Ja, man kann über Apple reden, was man möchte. Ich war eigentlich total gegen iPads. Ja, ich glaube, ein Großteil der Kollegen waren gegen iPads. Aber man muss einfach sagen, warum funktionieren manche Sachen gut und warum funktionieren manche Sachen nicht so gut. Und letztendlich ist eben die Einfachheit der Systeme eine ganz wichtige Voraussetzung. Und so haben wir auch, als wir das Projekt gestartet haben, und vielleicht gehen wir mal jetzt konkret in eine Unterrichtssituation rein, oder spielst du mal Lehrer. Wir spielen das mal durch und dabei versuche ich so ein paar Dinge klar zu machen. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt der Lehrer von Herrn Stöfken und wie so ungefähr unser Unterricht abläuft. Wir haben auch alle diese Apple TVs, also die Schüler können sich auch zuschalten, also was der Herr Stöfken jetzt auch gleich machen wird. Ja, und ich habe jetzt dem Herrn Stöfken eine Aufgabe, also mal so eingestellt, zur Bilanzierung. Ich kenne sie jetzt zwar selber noch nicht, aber er wird sie jetzt selber vorstellen. Trotzdem, es geht erstmal um seine Rolle jetzt als Schüler. Aber er kann die Aufgabe mal vorlesen. Vorlesen? Ja, vorlesen. So, also ich bin jetzt der Schüler und wir sind jetzt hier im Bereich, im Moodle-Bereich. Der Herr Schnickmann hat es ja gerade, es wurde ja vorhin schon vorgestellt. Wir sind quasi der Schüler meldet sich Single Sign, geht auf unsere Homepage drauf, auf Leo Staats Berufskolleg und dann findet sich ja dieser Login-Neo-Button, der wenn ja schon mal vorgestellt wurde, findet sich da wieder und dann habe ich entsprechend auf Moodle draufgeklickt und bin jetzt in den Bereich gekommen zu meinen Kursen. Also ob es jetzt die Lernplattform Moodle ist oder ein anderes, ist letztendlich erstmal egal. Entscheidend ist nur, dass der Herr Schnickmann zu Hause an seinem PC gesessen hat, gesagt hat, ich muss den Herrn Stöfken mal ein bisschen quälen. Ja, der macht immer so viel Blödsinn im Unterricht, also stelle ich dem erstmal eine schöne Aufgabe und den anderen Schülern auch. Und die Aufgabe hat er jetzt dann entsprechend in Moodle hochgeladen. Und ich bin jetzt als Schüler, melde mich jetzt quasi in der gleichen Plattform entsprechend an, gehe auf den entsprechenden Kurs. Wir haben das hier mal WebDAV Moodle Demo genannt. Und würde dann entsprechend, da sind dann die verschiedenen Fächer abgelegt, wir haben verschiedene Aufgaben, die wir Ihnen zeigen könnten, wenn da Interesse besteht. Aber hier ist die Aufgabe Rechnungswesen und quasi Herr Schnickmann war zu Hause, hat die Arbeit erstellt und ich bin jetzt in der Schule und greife jetzt quasi auf diese Aufgabe entsprechend. Ich habe keine Kontaktlinsen, aber ich habe trotzdem noch nicht so, genau. Greife jetzt auf eine Aufgabe zu und da sind wir auch bei einem wichtigen Bereich, den ich da vielleicht auch mit zeigen möchte. Das ist jetzt eine Aufgabe Inventur, Inventar, Bilanz. Kann jetzt diese Aufgabe öffnen und entsprechend jetzt in einer entsprechenden App, das ist jetzt hier Numbers, kann diese App dann entsprechend da öffnen und entsprechend auch bearbeiten. So, jetzt bin ich quasi aus der Cloud raus. Ich bin jetzt auf meinem iPad drauf. Jetzt kann das im Internet auch zusammenbrechen. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich bin nämlich jetzt auf meinem iPad und kann damit weggehen. Ich bin lokal auf meinem Rechner oder auf meinem Arbeitsgerät. Und jetzt kann ich entsprechend, das haben wir so als Chance gesehen, es geht ja um digitale Medien. Medien können ja in der ersten Form, so haben wir das auch haben wir angefangen, als erstes sagt man, wir Kollegen machen alle Word-Dokumente, ja, in der Regel. Wir können aus den Word-Dokumenten PDFs machen. So haben wir auch gestartet und gesagt, okay, machen wir doch erstmal PDFs daraus, packen die da rein, dann können die Schüler quasi so wie auf dem Arbeitsplatz arbeiten, nur auf dem iPad, so als erster Schritt. Jetzt muss man überlegen, dass das Ganze natürlich weitergehen kann. Man kann diese Medien natürlich anreichern. Ja, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, der Schüler hat ja jetzt, der kommt zu uns an die Schule, und hat eben mit seinem persönlichen WLAN auch jederzeit Zugang zum Internet mit allen Wirkungen und Nebenwirkungen. Darauf muss man natürlich hinter Unterricht auch eingehen. Aber jetzt habe ich quasi hier ein Medium geschaffen. Ich habe jetzt mal ein einfaches Beispiel genommen, einfach nur ein Arbeitsblatt, wo eine Aufgabe drin steht, dass er irgendwie was machen soll. Und dann habe ich da drin allerdings noch eine kleine Tabelle eingebunden, also eine kleine Excel-Tabelle. Und diese Excel-Tabelle könnte er jetzt dann entsprechend sinnvoll auch bearbeiten und füllen. Er soll zum Beispiel jetzt hier einfach mal ausrechnen, wie die Summe ist. Dann gebe ich ihm entsprechend, was natürlich auch, ich glaube, ich brauche auch eine Brille. Kann entsprechend eine Funktion eingeben und diese Funktion dann entsprechend nutzen. Könnt jetzt hingehen, okay, kurz gucken, ob ich das jetzt hier richtig mache. Warum geht mein Bluetooth nicht? Vorführeffekt, ne? Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Hatten wir, glaube ich, heute schon mal. So, und jetzt ziehe ich entsprechend den Bereich noch auf und ich hoffe, dass es funktioniert. Drücke die Enter-Taste
und bekomme dann eine Summe daraus. So, das ist jetzt noch nicht so fantastisch. Ja, man kann natürlich, ich unterrichte auch im Bereich Banken, kann natürlich auch schon Sachen wie irgendwelche Kalkulationen, aber das ist ja letztendlich nur ein Bereich von Berufsschule. Sie können das für alle möglichen Bereiche, aber auch die Deutschkollegen, sie können zum Beispiel ein YouTube-Video da mit einbinden, zum Beispiel ein Kommunikationsmodell, dass sie dann entsprechend die Materialien, die sie bislang so als statische Bücher vorliegen haben, jetzt auf einmal anreichern können. Das heißt, ich kann in Dokumente verschiedene Medien mit integrieren, ich kann Verweise machen. Das heißt, ich habe hier plötzlich Möglichkeiten, die entsprechend weiter zu nutzen. Das ist so ein Ausweiten der Art des Unterrichtens. Wenn ich das gemacht habe und meine Lösung entsprechend erstellt habe und ich habe gesagt, Mensch, ich glaube, ich bin toll, ich habe das richtig gemacht, ja, das muss der Herr Schnittmann natürlich gleich bewerten, dann muss ich natürlich das Ganze auch irgendwie wieder zu ihm zurückbekommen. Der sitzt ja wieder zu Hause, der war ja krank eigentlich. Ja, der hat nur gesagt, okay, ich muss mal eben eine Aufgabe zur Verfügung stellen. Ich bin zwar eigentlich krank, aber ich muss meinen Schülern einfach Sinnvolles zum Unterricht geben. Also muss ich jetzt ganz einfach hingehen und da kommen wir zu dem, was wir gerade hatten. Das WebDAV, das ist jetzt quasi, jetzt komme ich wieder aus meinem Rechner zurück in die Cloud. Ich gehe jetzt gleich wieder zu Logineo zurück. Und über Logineo bekomme ich die Sache gleich zum Herrn Schnickmann wieder zurück. Und so kann der pädagogische Kreis geschlossen werden. Das muss man nicht so machen, das kann man so machen. Aber hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wieder zurück in die Cloud zu kommen mit den verschiedenen Optionen, die sich hier anbieten, die Apps entsprechend, ich sage jetzt Numbers, weil ich weiß, der Schnickmann hat ja auch einen entsprechenden Rechner. So, und jetzt bin ich in einem Bereich gelandet bei Logineo. Herr Schnickmann hat vorhin gesagt, jeder Schüler hat eine eigene E-Mail. Mit der E-Mail verbindet sich automatisch eine Datenstruktur dahinter. Das heißt, jeder hat seine eigene Cloud. Das ist meine Cloud. Da kann der Schnickmann nicht reingucken, da kann der nicht reinsehen. Das heißt, das ist mein persönlicher Speicherort. Hier kann ich jetzt die Sachen, die ich auf dem iPad habe, wieder ablegen. Außer bei gemeinsamen Inhalten. Außer gemeinsamen Inhalte, genau. Und da komme ich auch gleich nochmal so ein bisschen, wo ich visionär ist, mich noch ein bisschen gerne hinkommen würde, was ich gerne noch vereinfacht hätte. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste beim Ganzen. Es muss wirklich relativ schnell und einfach sein. Es muss einfach zu verwalten sein. Dann hat es, glaube ich, eine Zukunftschance auch im Unterricht. So, jetzt habe ich hier mal unseren Bereich Logineo, den habe ich jetzt mal einfach da eingefügt. Und da habe ich jetzt die Fächer mit abgebildet. Und Sie sehen, Moodle habe ich eine lineare, relativ lineare Struktur. Jetzt bin ich in der Cloud drin mit allen Funktionalitäten, wie es vielleicht auch vom Microsoft-Rechner, ich komme natürlich auch aus der Microsoft-Welt, wie man sich die gedacht hat, dass ich hier auf einmal eine Ordnerstruktur wieder anlegen kann, dass ich meine Bibliothek, die ich zu Hause vielleicht habe, hier auch wieder nachbilden kann, die auch den Schülern vielleicht vermittelt werden müssen, denn die Schüler sind ja oft in der Lage, sie gucken nur noch irgendwie Stichworte nach und können gar keine Datenstruktur mehr sinnvoll aufbauen. So, und jetzt gehe ich dann in meinen Bereich Rewe rein und speichere entsprechend die Lösung ab. So, jetzt habe ich quasi, bin hingegangen, habe es aus Moodle rausgeholt, aus Logineo auf mein iPad, habe es bearbeitet, speichere es zurück jetzt in die Cloud, könnte jetzt das iPad verlieren, kaputt gehen. Ich kann jetzt mit jedem Rechner, und das kam ja hierhin auch schon, ich könnte jetzt mit jedem Rechner darauf zugreifen, egal welches System. Das heißt, das ist jetzt erkennbar. Bei Numbers ist natürlich die Frage, ob jedes Programm in der Lage ist, Numbers zu erkennen, aber man könnte eine PDF draus machen, wenn man möchte, dass man es extern lesen kann. So, der Herr Schnickmann ist jetzt aber immer noch nicht glücklich, weil er nämlich jetzt die Datei immer noch nicht hat, denn ich habe sie in meiner Cloud gespeichert. Aber ich könnte sie rein theoretisch bekommen, wenn er es unter gemeinsamen Inhalte abspeichern würde. Genau. Dann würde aber jeder Schüler die Lösung von dem anderen auch sehen. Genau. Also das. Das ist für viele Sachen das Richtige. Das ist auch gar nicht, wir haben ja gesagt, jede Wirkung hat Nebenwirkung. Ist ganz klar, was können alle Schüler copy and paste, was können wir copy and paste? Das ist, glaube ich, die moderne Welt ist so aufgebaut. Wir wollen ja eigentlich, dass sie darüber nachdenken, was sie machen. Ja, für viele Sachen finde ich das den schnellen und guten Weg, zu sagen, man schiebt schnell Dateien hin und her. Aber der Herr Schnickmann, der hat sich gedacht, der Stöfgen, ja, mal gut, müssen wir mal gucken, ob der wirklich in der Lage ist, das zu lösen. Oh. So, ich bin gerade aus meiner Seite rausgeflogen, aber kein Problem. Deswegen, das Schöne ist, die Schüler kommen immer wieder auf ein Tool, über ihre Homepage kommen die wieder in alle Dinge rein. Und das ist eigentlich ganz praktisch. So, und jetzt gehe ich auf die entsprechende... Was machst du da? Richtig drücken. Okay. Gehe jetzt wieder entsprechend auf meine Kurse drauf. Und entsprechend hier gehe ich in den Kurs, den wir gerade schon genannt hatten. Das war da. Na?
Und jetzt kann ich eben hingehen und jetzt habe ich eben eine Schnittstelle, wo jeder Schüler für sich eine Lösung abgeben kann. Die gemeinsamen Dateien wäre ja etwas, wo wir gerade gesagt haben, könnte jeder entsprechend darauf zugreifen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit geschaffen, über diese Lernplattform, die dann vorhanden ist, dem Herrn Schnickmann in seinen Herrschaftsbereich zurückzuschieben und er könnte meine Lösung entsprechend auch beurteilen. Hier kann ich nämlich jetzt meine Lösung hochladen und könnte jetzt sie da reinpacken. Und das sieht jetzt so einfach aus, aber da steckt eine ganz viel Technologie dahinter, damit das funktioniert. Denn auch Moodle und Logineo muss ja auch erstmal verknüpft werden. Ich kann jetzt einfach sagen, aha, ich greife jetzt quasi wieder auf mein WebDAV zu und bin jetzt in der Lage, meine Lösung, wenn ich sie denn wiederfinde, das müsste die hier sein. Datei auswählen, Änderung speichern. So, und jetzt habe ich mein Ergebnis, jetzt habe ich das hochgeladen und jetzt habe ich es quasi aus meinem Herrschaftsbereich wieder rausgegeben als aktiven Akt und kann jetzt sagen, dass er sie damit entsprechend beurteilt. Mhm. Wenn er sich jetzt entsprechend einbindet, jetzt bin ich als Schüler entlassen. Ja. Aber ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also ich könnte jetzt mir diese Datei in Moodle angucken und bewerten und dann ist im Prinzip... Okay, das sieht wild aus, aber wir hatten irgendwann mal letztens Staatssekretär, der ist vorbeigekommen und der hat sich das angeguckt und in dieser Stunde, wo die Schüler das gemacht haben, das geht so sauschnell. Also sie meinen jetzt, das war jetzt ein Schritt, noch ein Schritt, da sind ja verschiedene, man muss erstmal das Dokument bekommen, dann bearbeitet man das und dann schiebt man das wieder hoch. Aber allein das hinzukriegen, okay, das ist ja auch schon Medienkompetenz, also das ist schon beeindruckend, wenn man das hinkriegt. Also das ist nicht so einfach. Also eine E-Mail zu konfigurieren, dass das abgerufen wird, das ist alles, da müssen die Schüler dann mit klarkommen. Ja, da wollen wir sie natürlich auch nicht allein lassen. Aber das ist jedenfalls die Möglichkeit, wie man das im Moodle dann realisiert. So, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Man muss sich entscheiden, habe ich mehr Hunger oder habe ich mehr Fragen? Wir versuchen noch schneller zu gehen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt sind wir fertig. Jetzt genau die halbe Stunde. Ganz schnell. Jetzt die halbe Stunde rum. Keine Frage mehr. Ich beeile mich auch. Aber ich glaube, war eine Frage da vorne, genau. Ja, da war eben die schöne Bemerkung, wenn Sie was Neues haben wollen, dann sprechen Sie den Kollegen an und auf Zuruf macht Logineo dann. Wie ist denn die Erfahrung, dieser Zuruf und wie schnell da was umgesetzt wird, was dann gewünscht worden ist? Die Frage? Ja, also, sagen wir mal so, das ist schwierig. Ich habe schon, wenn ich Fragen habe, sind das sehr komplexe Fragen und deswegen, ich will auch immer sehr viel und deswegen muss das auch immer peu à peu abgearbeitet werden, aber wenn das abgearbeitet wird, dann ist es großartig. Was wir jetzt zuletzt hier hatten, dass jetzt zum Beispiel dieser Exit-Button da auch in Logineo ist, dass man nicht nur den Browser schließen kann, dass man sich dann automatisch von allen Diensten abmeldet, dass es der Kunde, der Endkunde dann auch versteht, weil er es gewohnt ist von Google zum Beispiel, dass man irgendwo auf Logout drückt. Bis das gekommen ist, das dauert. Aber es kam dann. Und ich meine, ich bin jetzt schon ein Jahr dabei und das WebDAV läuft, also das, was eigentlich da sein soll, läuft. Ne? Aber wie gesagt, ist ja die Frage, was Sie für Anfragen haben. Ne? Also ich habe natürlich noch eine ganz große Anfrage. Ich möchte nämlich, dass die Gruppen, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, das, was ich sage hier, das ist meine Gruppe ASU1 hier, meine Klasse. Ne? Diese Klasse möchte ich nur in Logineo importieren. Na, dass sie jetzt da ist sie im Prinzip schon, und dass ich sage, das ist diese Gruppe und diese Gruppe ist auch gleichzeitig eine globale Gruppe in Moodle. Dann habe ich nämlich sofort alle Rechte vergeben, dann sind die Schüler auch genau da drin, wo sie sein sollen. Also das wäre, was ich gerne hätte, aber das kriege ich auch nicht sofort. Da muss ich warten, aber gibt es eine Liste, dann steht dann da irgendwann Herr Schnickmann und dann komme ich vielleicht irgendwann dran. Wir sind ja auch nicht die einzige Schule, was man wirklich sagen muss, ist tatsächlich, dass wir alle Anfragen werden beantwortet, ob sie immer zu der Lösung führen, wie wir haben wollen. Manchmal hat man auch Anforderungen, die eigentlich in der Umsetzung viel zu komplex gedacht werden. Wenn ich mal so Richtung Moodle denke, da denke ich in vielen Dingen, ist mir das zu statisch. Ich sehe das gerne als Lehrbuch, aber für manche Sachen ist mir das zu statisch. Also ich denke, manchmal denkt man sich so ganz toll,
tolle Sachen aus und in der Umsetzung merkt man, macht gar keinen Sinn. Aber sie gehen zumindest auf alles ein und überlegen dann, was kann man für eine sinnvolle Lösung daraus machen. Und das ist etwas, was sich entwickelt. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass sowas sich weiterentwickelt. Das dauert lange. Man fängt erst mit einem kleinen Schritt an, erstmal ein einfaches PDF-Formular und geht dann Schritt für Schritt weiter. Und wir werden da wirklich super unterstützt. Das kann man nicht anders sagen. Also kann man grundsätzlich sagen, die Bereitschaft ist da, aber es ist dennoch auch etwas schwerfällig auf alle Anfragen. Ja, wir haben gerade eine Grundschule und einen Berufskolleg. Ich glaube, wenn man das überlegt, wir haben Bewegungsdaten, 1000 Schüler rein, raus jedes Jahr. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei einer Grundschule. Ich denke mal, dass die Anfragen auch unterschiedlich sind und dementsprechend muss man so eine breite Basis dann auch entsprechend abdecken. Ich denke, da kann ich jetzt weniger zu sagen, da muss dann Logineo mehr was zu sagen. Oder ich wollte jetzt letztens hier die Moodle-Seite auf SSL umstellen und das hat der Herr Schneider, Herr Dr. Schneider, auch innerhalb von einem Tag gemacht, nachdem ich den Wunsch hatte. Also es gibt kleine Anforderungen, die werden schnell umgesetzt und große, das dauert dann ein bisschen. Aber das ist immer so die Frage, wie Sie die Sache da definiert haben. Und ich wollte noch eins sagen, was wir hier machen, das sieht relativ schwerfällig aus, wenn wir jetzt hier die Sachen da suchen einzeln. Die Schüler sind um einige schneller auf jeden Fall als ich. Also mit diesen Teilen auf jeden Fall. Also ich bin ja auch kein großer Befürworter hier von Apple, aber ich habe es jetzt auch. Ne? Ich habe jetzt auch ein Apple TV zu Hause. Aber die Zeiten ändern sich rasant.